Ja, ihr könnt sehen, wenn Rafim dann unten in den Gängen steht und darauf wartet, dass er eingelassen wird, wie wohl Lichtsäulen nach oben geschossen werden. Jeder hat wohl eine verschiedene Farbe. Hokus wohl gelb, Frenja blau und El Masacario rot. Und wenn dann in der Ecke, wo Rafim steht, wird wohl weiß nach oben geschossen, denn man kommt ja aus Pavi. Ja, die anderen können irgendwie wohl sehen, Iso und Zulamin, dass gerade ein Stier unten in der Arena ist und gegen Hunde kämpft. Also das typische, also Bestien, das ist nicht wirklich, aber man versucht da wohl die Zuschauer schon im Vorfeld heiß zu machen. Raubtiere sind es aber auch nicht. Also der Stier sieht auch gar nicht mehr ganz so gut aus. Aber naja, die Leute sind schon einmal da, sich irgendwie zu sammeln. Die Arena ist auch nicht voll, auch wenn viele Leute aus Medina jetzt hergekommen sind, aber die Arena ist auch einfach zu groß. Irgendwann könnt ihr wohl noch sehen, wie es ein großes Becken mit drei Schwerthaien gibt, die in einem großen Bassin sitzen. Und auch dort stehen noch einige Grolme daneben, die dann wohl noch weitere Wetteinsätze für Kämpfe unter Wasser dann entgegennehmen. Irgendwelche Ringsäulen, die da stehen, zum Viereck aufgebaut mit irgendwelchen Seilen und Drähten, die da durchgespannt sind, so dass man dann sich da wohl auch in einem etwas kleineren Ringkampf in der Arena messen könnte. Ihr wisst nicht genau, wofür das gut ist, aber ihr könnt auch sehen, wie sich aus einer der Kommentatoren-Ecken einige Leute dann in verschiedenen Sprachen das ganze Geschehen kommentieren, auf den verschiedensten Sprachen, und das Ganze verstärkt dann eben durch irgendwelche Artefaktmagie, die dann ihre Stimmen in die Arena tragen. Ich würde mich mal rumgehen bei den verschiedenen Buchmachern vorher und mich mal nach den Quoten für unseren Champion erkundigen, wie die Quoten noch stehen für Ja, gegen uns. man kennt ihn nicht, man hat wohl man hat, also du siehst das Bild, was man wohl von dem blutigen Stechlers, ein großer, es sieht aus wie ein großer Bornländer mit Bart, der da angebracht ist, und eine, man wusste nicht mal genau, welche Waffe er führt. Die Quoten sind, du würdest sagen, 1 zu 10, dass jetzt Rafim gewinnen wird, beziehungsweise er dann eben mit seinem Künstlernamen. Man kennt ihn nicht, man weiß nicht, was das für einer ist, und dementsprechend sind die Quoten schlecht. Dann würde ich mal 50 Dukaten auf Rafim setzen oder auf den Schlechter von Pavi. Selbstverständlich habe ich mich auch bei mehreren Buchmachern blicken lassen, um natürlich auf meinen Mann zu setzen. Mir sind die Summen kackegal. Gut. Kannst dann die ganzen Diamanten, die du von der Flexkirche in Fasar bekommen hast, dann hier unters Volk jubeln. Ja, jubeln, die werden sich freuen. Flex gefällt dies nicht. Nee, ganz bestimmt nicht. Oh, das Fahrradl gefällt dies. Man muss sich ja seine Freunde halten. Ja, streichst ja noch so ein bisschen unbewusst über deinen goldenen Arm, während du zurückdenkst an das, was Zulamin wohl heute Morgen noch durchgemacht hast. Viel zu lange ist es bei dir her, dass du mit Plakkarats und seinen Dämonen gesprochen hast. Und auch das letzte Mal, als du in der Dämonenstadt von Yol'Gurmak warst, hattest du auch den einen oder anderen Minderpakt. Hier ein neuer Erzdämon, der an deiner Seele nagt, und du gibst seinen Gelüsten nach. Derweil auf der Tribüne bei Zulamin und Isarun. Ich habe den Eindruck, dass meine gute Gefährtin bald zusammenklappt aufgrund von Schlafmangel. Deswegen winke ich einen der Leckereienhändler herbei und kaufe irgendwelche möglichst zuckerhaltigen Sachen, damit sie wach bleibt. Ja, Karamellbonbons. Genau, karamellisierte Mandeln und weiß nicht was noch alles. Hauptsache Zucker. Ja, alles irgendwie im Silberbereich. Du würdest sagen, in einer normalen Taverne wird dir das dann für wenige Kupfer- oder Eisenmünzen nachgeworfen, aber hier halt Silbermünzen. Also ist es halt teuer, aber du hast das Geld. Ja, und Danke, dann biete ich Isarun. das ja natürlich an. Bitte, bitte. Oh, ist Ihr ganz seht aus, schön. als könntet ihr das gebrauchen nach dieser anstrengenden Nacht. Ja, danke. Bin ja mal gespannt, was das hier werden wird. Denn ein richtiger Kampf wird das ja offenbar nicht. Es könnte durchaus unterhaltsam werden, aber also diese Tierkämpfe, die habe ich noch nie gemocht. Ich finde, das ist naja, sehr ungefällig. Ja, es ist grausam. Und bei einem Tier kann man nie davon ausgehen, dass es hier sein möchte, während menschliche Kämpfer ja durchaus bisweilen freiwillig in der Arena kämpfen. Richtig, richtig.
Währenddessen wird wohl der letzte Hund von dem Stierschädel nach oben gewirbelt. Der jault ein bisschen, schlägt dann auf und verzieht sich dann von dem Stier, sodass er dann eingefangen wird. Und bevor der Stier es dann eben zu Ende bringt, wird man auch den Stier einfangen, sodass dann die Moderatoren auch dazu überleiten, den nächsten Kampf Mensch gegen Mensch beziehungsweise Schausteller gegen Schausteller einzuleiten. The show must go on! Eine merkwürdige Mischung aus Aureliani und Mittelreichisch, also Sprachen, ob man die hier versteht. Keine Ahnung, aber es klingt gut. Wir kommen weiter zum nächsten Punkt. In der linken Ecke, Rukus, der Scharfstecher. Er hat im letzten Kampf 50 Schafe erstochen. Das Publikum klatscht verhalten. Und in der rechten Ecke, neu, jemand aus Pavi. Boltax, dir wird ein Verstärker-Artefakt in die Hand gedrückt. Hier ist der Einzigartige, der Blutigste der Blutigen. Hier ist... Und ich halte das Verstärker-Artefakt weiterhin zu Jalan. Hier ist der König der Kneipenschlägerei, der Fürst der Faustschläge, der Ritter der Rafferei, Kasim, der blutige Schlechter aus Pavi. Einen großen Applaus! Das Publikum klatscht verhalten. Ihr könnt sehen, wie Rukus aus der einen Ecke dann in die Arena tritt. Er ist nicht geschminkt im Gesicht, aber er trägt einen blauen Ganzkörperanzug und einen gelben Umhang. Ansonsten hat er keine Hose an, nur so eine Unterhose, die sehr eng sitzt. Und ihr könnt da wohl auch Andeutungen seines Glieds sehen und merkwürdige, lang geformte Schuhe. Er hält sein Kurzschwert nach oben und steckt es dann in den Boden. Klatscht und feuert die Menge an. Läuft dann so ein bisschen in der Arena rum und versucht sie so ein bisschen heiß zu machen, indem er seine Hände so hochreißt. Der Scharfstecher scheint sich offensichtlich zum Lokalfavoriten aufschwingen zu wollen, aber die Menge ist eher noch verhalten. Kann unser Herausforderer mit dieser wunderbaren Präsentation mithalten? Wir werden es gleich sehen. Ach, da tritt er schon in den Ring und er zeigt seinen herausragenden. Und ich achte darauf, was Rafim macht. Naja, mein Plan ist ziemlich einfach. Ich möchte auf ihn zurennen und mit einem Sprungtritt an seinem Kopf vorbeispringen. Ja, so rennt Rafim, ohne groß das Publikum heiß zu machen, auf ihn zu. Und wie in Zeitlupe springt er dran vorbei. Definitiv eine mutige Strategie. Sehen wir einmal, aber nein, es gelingt ihm nicht. Und er segelt gerade vorweg in die Wand. Oh, der fliegende Troll. Angesetzt, aber doch verfehlt. Oh, ihr könnt währenddessen erkennen, wie noch schnell eine bärtige Frau auf die Tribüne hinaufläuft oder dieses in die Arena hinein. Sie hat noch ein weißes Taschentuch dabei, stellt sich dann noch kurz in die Mitte, guckt vorsichtig und Angst erfüllt in Richtung von Rafim, weil der schon angefangen hat zu kämpfen und das Publikum ist sich nicht ganz sicher, was sie tun sollen. Das erste Gebuhe, was wohl in Richtung von Rafim geht. Dann lässt die bärtige Frau, Boltax, du kannst erkennen, dass es eigentlich ein Zwerg auf Stelzen ist, lässt das Taschentuch fallen, es segelt zu Boden und als es dann auftritt, kannst du den anderen Moderator aus der anderen Ecke hören, der da wieder in Aureliani irgendwas wurbelt. Ding, 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 the fight is on! Und damit, jetzt wo unsere beiden Kontrahenten sich kennengelernt haben, geht es auch schon direkt los. Ja, sie beschnuppern sich noch, aber oh, da sehen wir den ersten Ausfall und knapp daneben ist auch vorbei. Ach, das tut mir aber leid, doch da nutzt er seine Chance fantastisch und oh, was macht er da? Aus der Ecke, wo wohl der Scharfschächer gerade rauskam, Rukus, könnte sehen, wie wohl irgendwelche Gehilfen, die er wohl ebenso hat, zwei, drei Leute, die eine kleine Schafsherde reinschicken, die durch das Tor rennen. Die da! Wer soll sagen, dass Erzfeinde nicht irgendwann auch Erzfreunde werden kann? Fast schon wie Erzdämonen, möchte man meinen. Kleiner taktierer Scherz. Jedenfalls, es scheint so, als hätte der Scharfstecher sich diesmal die Schafe mitgenommen. Oh, plant er etwa ein Schäferstündchen? Wir wissen es nicht. Auf ihm, 5 Schafe stürmen auf dich zu. Ja, ich würde Schafe schauen und möchte versuchen, sie abrichten, auf ihren ehemaligen Peiniger zu jagen. Okay, du möchtest sie abrichten. Dann kannst du gerne mal eine Probe auf Abrichten würfeln.
und versuchen sie herumzuwirbeln, rumzulenken. Ist das denn die Möglichkeit? Ja, dann nimmt er sich dieser Horde gefährlicher Schafe an. Und was macht er? Es scheint gar so, als hätten die Schafe mittlerweile spitz bekommen, wie mein Paar, wieso mit ihresgleichen umgeht, und sie suchen ihr Heil dann doch eher in einer anderen Richtung. Wolle oder wolle sie nicht? Das ist hier die Frage. Ja, währenddessen, Rukus ist wohl dabei, die Schafe, die auf ihn auch zugestürmt sind, jetzt mit seinem Kutschschwert auch zu erschlagen, zu erdolchen. Und die brechen da so ein bisschen in Panik aus, guckt so ein bisschen zu seiner Ecke, macht so Gesten, Hand vor die Kehle, nach dem Motto, hört endlich auf damit. Und währenddessen stürmen die anderen 5 Schafe von Rafim auf Rukus zu. Der wird erstmal übertrampelt. Das Publikum brüllt und lacht. Es scheint so, als hätte der Schafstecher seinen Namen dann doch zu Unrecht erhalten. Kill him dead! Woo! Yeehaw! Oh, aber ist das die Möglichkeit? Ja. Sieh einer an, der Scharfstecher, er rappelt sich wieder auf und ist das noch etwa ein Huf im Gesicht? Ah, oh, das tut weh. Ah, sie schenken sich wirklich nichts. Oh, the humanity! Ja, ihr würdet mal so ein Schaf aufheben. Ja, und Rafim nimmt ein Schaf in die Hand. Wollen. Ich möchte ihn dann bewerfen. Okay, was willst du für eine Probe anbieten? Boah, fuck. Körperkraft. Hab ich. Ich möchte ihn aber nicht wehtun. Er soll es auffangen. Also das ist mein Ziel. Es soll ihm nicht wehtun, er soll es einfach auffangen. Ja, das Schafkatapult. Meine Damen und Herren, sehen Sie sich das an. Er setzt zum Weidner Wollknäuel an und schafft es. Ja, ein wunderschöner Wurf. Oh, aber mit Wollknäueln oder Flauschekugeln zu werfen, ob das den Scharfstecher wirklich ausnockt, ja, man weiß es nicht. Er wird erwischt, er versucht es zu fangen, was auch immer das jetzt für eine Bewegung war, aber er wird unter dem Schaf begraben und versucht sich weiter abzurollen. Das Publikum lacht und mittlerweile könnt ihr die ersten Kasim-Rufe hören. Ja, schön, so sieht das aus. Man darf sich halt nicht mit einem Weidner anlegen, wenn es um Schafe geht. Oh, Goldhand, da hast du vollkommen recht. Aber... Oh. Oh, man, that's a powerful knockout! Sind die Stunden etwa schon gezählt? Ja, ich würde jetzt noch auf diesen Schafstecher zutreten. Gibst du auf, Junge? Ja, du trittst an den Schafstecher zu und kannst sehen, wie er wohl mit einer großen Platzwunde am Kopf immer noch auf dem Boden liegt. Die Schafe sind wohl mittlerweile von ihm geflohen, auch das, was du geworfen hast. Und er bewegt sich nicht. Es sieht so aus, als hätte der Schiedsrichterin sich auch endlich aus dem einen Schaf, das sich ihr in ihr verfangen hat, herausgekämpft. Und ja, sie beginnt ihn anzuzählen. Und offensichtlich hat man hier diesmal nicht den Schaf zum Gärtner gemacht. Nein, nein, dieser Schiedsrichter, der hat was drauf, das sehe ich von hier. Oh, disappointed. I am disappointed. Und hüpft damit auf der Stelle und jubelt Rafim zu, wirft Isarun einen Seitenblick zu. Was? Wenn ich springe, schlafe ich nicht ein. Und damit ist er raus. Es scheint gar so, als müsste der Scharfstecher sich heute Abend auf Hamster verlegen. Aus, und mit dieser, aus, der Kampf ist aus. Und mit dieser eher schwachen Einlage des örtlichen Lokalfavoriten ist der erste Kampf zu Ende. Damit gehen wir zurück in die Ansagebox. Ja, er macht tatsächlich dieses Geräusch, ding, 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 weil es hier wohl keine Glocke gibt, die laut genug ist. Und so wird der Kampf beendet, die Schafe wieder aus der Arena getrieben und sowas wie eine Pausenshow beginnt. Weitere Dichter, die nach oben steigen, jetzt vor allem die Weißen. Und das dreidimensionale Bühnenbild von Rafim bzw. Kasim wurde wohl mittlerweile angepasst von einem sehr begabten Illusionisten und aus dem ehemaligen Pavi-bleichen Gesicht ist wohl ein, ja, die Augen, die ihr geschminkt habt, sind wohl auch jetzt vor allem sehr präsent und der Glitzer, sodass jetzt weitere Wetten für den nächsten Kampf gegen Frenja, die Torvaldsche Furie, eingelöst werden können. Ja, da werde ich zumindest mich wieder sehr öffentlich ganz wirksam beteiligen. Mhm. Man soll ja das Gefühl haben, ich vertraue meinem Kandidaten. Ja, ich würde auch meine Wette einlösen und gleich wieder den Wetteinsatz sozusagen die 500 Goldstücke auf den Pavi-Stecher, Schänder, wie auch immer, wird setzen. Den blutigen Schlechter. Pavi-Stecher.
Ja, vor allem eines ist euch gewiss, die Buchmacher verdienen immer, die Bank gewinnt immer, egal was ihr tut. Und so könnt ihr natürlich noch einige Steuern, Gewinnsteuern bezahlen. Aber am Ende geht er natürlich mit einem Plus raus, denn erstmal hat keiner damit gerechnet, dass dieser Kampf so unspektakulär, aber siegreich für Kasim bzw. Rafim dann endet. Ach, ich kenne einen, der wird ja am Ende nicht verdient haben. Ja, ihr könnt auch auf der Tribüne wieder einmal Gero Siebenstädter kennen, den Oberst, der da wohl wieder in seiner Uniform sitzt, sich irgendwie eine schmackhafte Speise reinschiebt in seinen dicken Wanst. Und andere Wachen, die wohl neben ihm sitzen und sich leicht leise unterhalten. Und ihr könnt wohl auch erkennen, wie Zalzer selber anwesend ist, denn seine Bude bzw. sein Schuldbüro und Wettbüro hat geöffnet. Ich möchte, wenn ich bei ihm stehe, ich stehe sicherlich zweifelsohne irgendwann bei ihm, um mein Verwetten abzugeben, irgendwie versuche mit ihm ins Gespräch zu kommen, irgendwie in Richtung der Anzeigetafel irgendwie ein bisschen schielen. Dieser Neue ist ganz ordentlich bei Sachen. Ja, ist er wohl. Dann habe ich uns einen guten Kämpfer besorgt, nehme ich an. Du guckst kurz an dem Gräuel runter. Du hast ja schon den einen oder anderen gesehen. Du siehst, dass er hat ein ausgesprochen schrumpeliges Gesicht, edelste Pelze und ist in Seide gekleidet und an jedem seiner Hände ist ein Ring. Ja, Pavi, so. Er scheint nicht sehr begeistert von dem Jungen zu sein. Ja. Ich bin begeistert, aber ich würde viel lieber mehr Arena-Kämpfe sehen. Immer wieder die gleichen langweiligen Kämpfe. Das lockt doch niemanden mehr mit wirklich großen Wetteinsätzen hinter dem Tisch hervor. Ach, gemach. Ich habe gehört, wenn der Junge sich gut schlägt, wird er hinterher gegen El Massacre kämpfen. Ja, bestimmt. Habe ich auch gehört. Das sollte doch einige, sagen wir, Wettlustige anlocken. Vor allem unseren guten, sagen wir, leibesmäßig herausgeforderten Freunde oben in der Kanzel. Tja, das werden wir sehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie er seine Schulden bezahlen will, aber ob das ein einziger Kampf wettmachen wird, glaube ich nicht. Ich habe mir sagen lassen, er hat da schon seine Pläne. Das werden wir ja sehen. Nun gut, warten wir es erst einmal ab, Ja, ich zähle dann endlich fertig die letzte, keine Ahnung, vermutlich bin ich mittlerweile in den Münzen unterwegs, ab. Lass mir einen Schein geben und zieh dann ab. Nur so Interesse habe, wir sind mittlerweile die Quotenführer für ihn. Schlechter, nehme ich an. Schlechter geworden, ja. Aber wie viel schlechter? Mittlerweile 3-2 bzw. 2-3. Er soll wohl verlieren gegen die Torwallerin, aber zumindest kann man nicht mehr so viel verdienen. Man ist sich nicht sicher. Ja. Gut. Dann finden wir uns alle wieder ein, nehme ich an. Rafim, hast du schon mal gut gemacht. Aber nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr Schauspielbewusstsein. Nicht direkt mit dem Fuß voran einsteigen. Wie kam der dann auf Schafe? Ist er wirklich... Mit sowas wirft man doch nicht. Naja, er hat genutzt, was ihm gegeben war. Seine großen Muskeln und die Schafe, die da rumgelaufen sind. Ich fand das sehr gut. Man wirft doch nicht mit Essen. Ich glaube, das Schaf ist erst Essen, nachdem es geschlachtet wurde. Ja, aber dieses Mal solltet ihr aus meiner Ecke kämpfen. Und dann schwinge ich euch wie eine Keule. Oh ja, das ist die Magiekeule. Nun, das wollen wir doch vermeiden. Ich glaube, das kommt wunderbar an. Eine Keule. Ich. Ja, oder... Weil er doch so dürr ist, die Knochenkeule. Oh, ja. Macht ihr euch über mich lustig? Och, über dich niemals. Dann ist es ja gut. Ihr seht schon, wie viel Glitzer an mir gerade klebt, oder? Ja, ihr habt etwas von einem hurratischen Schauspieler, den ich einmal gesehen habe. Ja. Schön. Ich hoffe, ihr kennt euren Text. Ja, natürlich. Währenddessen wird wohl die Pause wird wohl wieder beendet mit einem weiteren Ton und es wird wohl darauf hingewiesen, dass sich die Besucher wieder auf die Plätze begeben sollen, wenn sie denn gerade irgendwie Saft holen waren. Sagt der Torwallerin einfach, dass sie hässlich aussieht wie ein Mann und sowas. Ein bisschen Provokation. Ach so, das willst du ja
das ist mein Problem. Nennt sie doch Horatschätzchen. Das mögen sie nicht besonders. Ihr habt da Erfahrung mit? Ja, leider. Gut. Und dann geht's weiter, nehme ich an. Ja, ihr könnt mittlerweile erkennen, wie wohl jemand das Artefakt übernommen hat, der kein Aureliani spricht, sondern er spricht einen starken Puniner Dialekt, den ihr auch wieder nicht ganz zuordnen könnt. Oder Alanfanisch, Boltax hat ja kurz darauf hingewiesen, dass sie sich sehr ähnlich anhören, man weiß es nicht. Zumindest könnt ihr sehen, wie die Torwallerin bereits angekündigt worden ist und aus ihrem Tor mit den aufsteigenden blauen Lichtbällen, die dann irgendwo in der Luft explodieren, könnt ihr dann sehen, wie sie auf einem Boot in die Arena gezogen wird, gezogen von Lurchen oder, ja, Jalan, du erkennst sie sofort wieder, diese Schnecken, die sie vor sich an ihr Boot gebunden hat und die jetzt durch den Sand in die Arena ziehen. Imorphos. Oh, stimmt. Na, wieso haben wir kein Schiff? Ich sehe wunderbar auf einem Schiff aus. Wir besorgen dir für nichts, nur eins. Ja, was eine Planetpacke angeht, ist ja nix. Das Publikum ist dieses Mal wesentlich ausgelassener und sie bejubeln Frenja, die Torwalsche Furie. Und ja, ihr könnt dann wohl auch hören, wie Rafim auf Puniner Dialekt angezählt wird und dann sein Einsatz erwartet wird. Bevor wir loslegen, eine kleine Nachricht von unseren Sponsoren. Ferrara, der Wagen. Oh, du und deine blöden Ecken immer wieder. Und hier ist er, der Einzigartige, der Unglaubliche, der fast 3 Meter große, und das ist ungelogen. Hier ist er, hier ist Kasim! Ja, ich würde in die Mitte der Arena laufen und wir stehen in der Arena Pfeiler. Ja. Ähnlich. Ja. Wunderbar, ich würde auf einen der Pfeiler klettern. Gut. Du kletterst auf einen der Pfeiler und das Publikum bejubelt dich wohl auch. Sieh mal, so können wir alle noch einen besseren Sicht auf ihn haben. Was denkst du wohl, wie dieser Kampf ausgehen wird, Shin? Man hört ja einiges von unserer Lokalfavoritin in dem Boot da unten. Nun, er will offensichtlich hoch hinaus und sie überschatten. Mal schauen, ob ihm das gelingt. Was meinst du, Goldhand? Nun, ich denke immer, je höher sie sind, desto tiefer können sie am Ende auch fallen. Aber Alter, warten wir erst einmal ab. 10 Sekundos. 5. 4, 3, 2, 1. Und damit gibt es wieder dieses Ding-Ding-Ding-Geräusch und ihr könnt hören, wie die Arena bebt. Oh, das war der Kampfbeginn. Das wird uns noch eine lange Zeit mit Gänsehaut zurücklassen. Seht doch! Auf ihm, der Boden unter dir vibriert. Würfel mal bitte eine Kletternprobe, um oben auf dem Pfeiler stehen zu bleiben. Was das im Übrigen angeht, bei Georg draußen am Stand kriegt man Gänsehäute heute zum halben Preis. Oh, Gänsehäute! Da verspreche ich mir aber was von. Miam, miam, miam. Ja, Rafim, der Pfahl unter dir wackelt so sehr stark, dass du hinunterfällst, kannst dich aber noch abrollen oder irgendwas anderes Akrobatisches tun. Ja, Körperbeherrschung fallen. Dafür habe ich's ja. Gut. Dann ist es natürlich nicht ganz so elegant, aber es funktioniert und du bist den Pfahl eben leichthändig nach oben geklettert, eben mit diesen Griffen, wo man eben besonders leicht hochkommen kann, aber kannst dich dann eben abrollen und kommst mit einer Verbeugung wieder nach oben. Währenddessen können die anderen wohl erkennen, wie durch riesige Metallrohre, rostige Metallrohre, brackiges Wasser jetzt in die Arena reinsprudelt. Und Rafim, vor deinem geistigen Auge blickst du wieder auf die Prophezeiung, die dir dein Hornbruder gegeben hat. Diese Arena wird jetzt gerade unter Wasser gesetzt. Dieser Bastard! Ja, ich würde auf die Torwallerin und auf ihr Schiff zustürmen. Das ist Platz 2. Während unsere Lokalmatadorin also fast schon auf ihn zukriecht, könnte man annehmen, dass dem guten Kasim das Wasser mittlerweile bis zum Halse steht. Naja, das Wasser bis zum Hals... Vielleicht riecht er dann ein wenig angenehmer, wenn er bei ihr angekommen ist. Uiuiui, vorne in der Kabine, das haha, war schon ein ordentlicher Duft. Wenn er die Stimmung des Publikums auf seine Seite ziehen will, wird er heute ordentlich gegen den Strom schwimmen müssen. Nun ja, ich denke, das kann er mit seinen großen Muskeln aber auch ganz gut. Ja, die Torwartin wird derweil ihre Skraja nehmen und während du auf sie zustürmst, du kannst noch sehen, wie diese Schnecken so auseinanderkriechen, um dir Platz zu machen. Die sind wohl auch dressiert.
Würdest du meinen, sie nimmt ihre Skraia und zerhackt ihr Boot mit einer Holzbearbeitungsprobe, sodass es dann eben auseinandersplittert, während du auf es zustürmst und Unwasser an deinen Beinen so ein bisschen nach dir greift. Talento! 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 Ja, so sind sie die Torwaller, wenn sie uns aus Paarwiese sehen. Versenken sie die alten Boote vor Angst. wie in der Heimat. Ja, sie läuft in so einem würde Kreis. Ich auf sie zustapfen. Sie läuft in so einem Kreis um dich herum. Also nicht vor dir weg, sondern so belauernd. Und während du siehst, wie die Arena höher und höher sich mit Unwasser aus der Tobimora füllt, und da wohl auch einiges an anderen Kreaturen über diese Rohre reingespült wird, das Publikum brüllt und lacht und feuert euch jeweils anders an. Also der Kampf ist heiß. Es scheint so, als hätte die Lokalfavoritin sich auf die uralte Taktik verlegt, den Ast anzusägen, auf dem man sitzt. Wir werden sehen, ob sich das am Ende für sie ausnimmt. Nun, das werden wir in der Tat. Und weißt du, was wir noch sehen werden? Einen wunderbaren Kampf. Darauf hoffen wir doch alle. Doch, oh, schau. Genau jetzt. Wie stark ist denn hier das Wasser, das hier reinkommt? Brackig und naja, es geht jetzt mittlerweile bis zu den Knien. Also der Druck, der da jetzt wohl ankommt, das ist wohl sicherlich Akrimot unheilig oder Charybdorot pervertiert, aber es geht hier bis zu den Knien und sie hat wohl noch nicht das Interesse, mit dir zu kämpfen. Ja, ich würde mal eine Runde näher zu einem der Aufgänge locken, wo das Wasser kommt, möchte mich danach in die Wellen stürzen und sie dann der Macht des Wassers umtreten. Ja, kannst du tun. Würfel mal eine Schwimmprobe. Das hab ich befürchtet. Währenddessen, sie hat wohl ihre Axt weggeworfen, weil sie die nicht mehr braucht und die hatte sie nur benutzt, schleichen. Sorry. Um das Holzboot zu zertrümmern. Sie bindet sich wohl sowas wie ein rotes Tuch um die Stirn. Und ja, es ist, du kennst dich nicht so ganz gut mit den Torwalern aus, aber du hast so gesehen, dass die Leute mit dem roten, mit diesem roten Band um den Kopf, das waren immer die brutalsten. Und du versuchst, dich in die Wellen zu stürzen, dich von dem Strom treiben zu lassen und auf das mit dem Abflussrohr dann mit den Beinen gegen sie. Und das gelingt. Sie hat gerade ihr Tuch zugeknotet. Da erwischst du sie, trittst ihr die Knie weg und sie fällt selbst ins Wasser. Und die Torwallerin kann es ja versuchen, aber auf die rote Harika scheint sie nichts zu haben. Oh, ja, da ist unser Kavenzmann, da ist Kasim. Und er drückt sie noch nach. Da ist er wohl am Fischen im Trüben. Se lo cargo e payaso! Cello! Ja, ich würde mal irgendwas suchen, was hereingespült wurde, irgendein fetten Fisch oder sonst irgendein Brackteil, dir das über den Kopf hauen. Ja, du siehst wie so ein Stück Fass oder so mit irgendwie ein bisschen Metallverstärkung da wohl abgerissen und zu dir rübergetrieben worden ist. Und nachdem du dich aufgerichtet hast, das Wasser geht dir gerade bis zu deinem Gürtel und kannst du, nachdem du dich gerade wieder aufgerichtet hast, dir das volle Elle über den Kopf ziehen. Es ist unfassbar, mit welcher Brutalität hier vorgegangen wird. Es scheint so, als wollte Kasim direkt Butter bei die Fische machen. Ja, ja, unser Wellenbrecher hier wieder mitten am Start. Ja, ich würde sie jetzt, wenn sie dann gerade wie im Wasser liegt und den Füßen greifen, mich selber drehen und sie dann wie bei einem Hammerwurf loslassen. Ja, während du sie greifst, kannst gerne mal einen Ringangriff würfeln, wirst du wohl sehen, wie auch an so ein wrackiges Paddel in ihre Richtung getrieben wird. Sie greift danach und greift dich mit einer Bootefahrenprobe an. Das war einer zu viel. Kasim setzt paddeln. Ei, das kann übel aussehen. Kasim setzt zum Krakenmolcher an, aber sie drückt ihm doch ganz entspannt die dreifache Hummerschere dazwischen. Hätte sie nur ein zweites Ruder. Ja, da möchte ich natürlich mit Boote fahren antworten. Ich möchte da mal von der Tribüne heraus ein zweites Ruder zu der Frau runterwerfen. Ja, von irgendwo kannst du sehen, wie ein zweites Ruder in deine Richtung geworfen wird und der Strom bringt das halt auch direkt in deine Richtung. Oh, und jetzt treiben sie aufeinander zu. Das rudert sich doch in die richtige Richtung, meine ich. Ja, ich will das Ruder greifen und es ein bisschen hätten wie einen zweihändigen Säbel mir auf die Schulter legen. Ach komm her, friss dein Ruder
Und dann möchte ich sie damit schlagen. Ja, Isarun und Sulamin könnt ihr aber sehen, dass irgendwie zwei, drei Gräume verschlagen in einer Ecke stehen und einer zielt wohl gerade mit einer Armbrust auf diesen Glasbehälter, wo die Haie drin sind. Okay, ich blitz ihn. Okay, was für den Blitz ich finde. Die wollen das Ganze spannender machen oder ihre eigenen Wetten manipulieren, wo auch immer die Haie herkommen, aber... Ist der mehr als 50 Meter weg? Nee, glaub, im Bereich 50 Meter, das passt. Irgendwo neben dir auf der Tribüne, unter dir versetzt, sodass du ihn von da aus sehen kannst. Oh, nee, innerhalb von 20 Schritt, beziehungsweise 21. Nee, dann nicht, dann musst du erhöhen. Alles klar. Das war eine plus 5 pro Reichweitenerhöhung, ne? Yep. Zeit lassen kannst du dir nicht. Er hat schon angelegt. Nö, ich weiß. Kannst du, aber kann sowieso, man du kannst den Blitz sowieso nicht verlängern. Genau. Wie erschwert ist jetzt meine Fernkampfprobe? ZFB Stern. ZFB Stern. Also 16. 16 minus die MR von einem Gräum sind 9. Und dann bleiben 7 Punkte übrig. Und dementsprechend würde er trotzdem noch treffen. Warte mal. Die MR von dem Gräum, das musst du mit der maximalen Erschwernis verrechnen, nicht mit den 16. Ah, du hast recht. Ist das so? Ja, ist so. Nein. Die MR zieht von den Sternen ab. Maximale Erschwernis bringt, hilft dir nur, wenn du sonst unter 0 kommen würdest. Aber es geht immer erst von den Punkten ab. Theoretisch ja, aber dann musst du halt von den 21 ausgehen. Genau, die wird dir vorher abgezogen. Normalerweise trägst du die MR ja schon bei der Probe ein. Ja. Es ist aber, glaube ich, bei der 4 egal. Das ist tatsächlich bei der 4 egal, sodass er treffen wird. Und mit einem Splittern kann Rafim hören, wie Glas kaputt geht. Und dann wirft man eine Orientierungsprobe. Die Torwörterin hat das wohl erkannt. Ja. Und sie bricht den Kampf nicht wirklich mit dir ab. Aber sie greift sich eine herumtreibende Angel und fängt jetzt an, mit Fischen und Angeln die Haie zu in den Kampf mit einzuarbeiten. Was? Oh, ich hoffe, das beißt sie nicht noch in den Allerwertesten. Huiuiui, eine heiße Idee. Oh, es scheint, ja, als hätte jemand Blut im Wasser gerochen. Ja, ich möchte mit Fesseln entfesseln, sie mit ihrer eigenen Schnur fesseln. Das ist eine wunderbare Idee. Oh, und er setzt an zum... Oh, ist es die Möglichkeit? Es ist der Puniner Knoten. Ja, du greifst dir die Angel und versuchst dann so im Kreis um sie herum zu rennen, um sie dann selber zu fesseln. Und das Publikum brüllt, du bist aber zu langsam. Die Strömung hat dir zwar in die eine Richtung geholfen, aber in die andere nicht. Und dann kannst du sehen, wie ein Hai an deinem Bein zieht. Oh, er versucht im letzten Moment auf einen angbarer Barschfänger zu ändern. Das hat noch niemandem gut gelungen. Oh, ob das ein Doppelbeißer wird? Ah. Mit dem Hai an meinem Bein festgebissen, möchte ich sie mit dem Hai treten. Also ich möchte jetzt zu einem Hochtritt ansetzen und sie dabei mit dem Hai treffen. Gib mir erstmal eine Fleischerprobe. Natürlich, warum nicht? Aber Kasim lässt die Schwere der Situation nicht an sich nagen und geht direkt wieder zum Angriff über. Das ist kein Bauchklatscher, nein, das ist ein Haiplatscher. Ho, ho, ho. Ja, der Moderator auf der anderen Bühne redet wohl irgendwas von heute Abend gibt's Finne. Und dann kann Rafim mit dem restlichen Hai der Torwallerin eins über den Schädel zimmern, sodass die dann eben auch wieder ins Wasser fällt und ihre Angel dann erstmal loslässt. Oh, das gibt Kopfschmerzen, das sage ich dir. Da hätte sie lieber einen guten Wein getrunken von unserem Sponsor Weite Weine weltweit. Oh. Aber die Torwalerin wäre keine Torwalerin, denn sie versucht den Hai jetzt zu reiten, so wie sie es vielleicht mit den Morphos gemacht hatte, die sie dressiert hatte, während sie dann mit einer blutenden Platzwunde am Kopf, da steht, die Moderatoren haben das wohl nicht gesehen, sonst wäre der Kampf bald abgebrochen, schwingt sie sich auf den zweiten vorbei stürmenden Hai auf den Rücken und reitet den jetzt. Oh, ist das die Möglichkeit? Der Rivana Huckepack-Flip. Huiuiui. Ah, wir werden sehen. Das beste Gegenmittel dagegen, wie sich immer wieder gezeigt hat, ist der dreifache Ritt, Berger. Ja, und zudem setzt sie gerade selber an. Sie stößt sich vom Hai ab, springt nach oben und verpasst Rafim einen gewaltigen Schlag von oben nach unten geführt auf die Stirn. Du kannst dich nur mit einer Akrobatik wehren. Ja, die habe ich natürlich nicht.
Dann Würfel Athletik. Hier ist Köpfchen gefordert. Ah ne, ist Körperbeherrschung, sorry. Ob er ihr das Wasser erreichen kann, es sieht so aus. Naja, stille Wasser sind tief. Ja, du tauchst unter ihrem Schlag hindurch und packst ihren Arm, wirbelst sie herum und schmeißt sie wieder zurück ins Wasser. Du merkst wohl, wie es irgendwie blubbert und eines der Rohre hat wohl ihr Bein gegriffen, sie wird abgesogen und ist weg. Wie einmal die Dorte das Feld, wenn Bobby auf die Schlacht kommt. Ja, ich würde jetzt nur reingreifen, mir ihn auf die Schulter setzen und dann wieder irgendeinen von den Pfeilern hochklettern. Ja, wir können zwar vor Blubbern nicht hören, was er sagt, aber er scheint mit seiner Leistung zufrieden gewesen zu sein. Nun, er kann wohl kein Wässerchen trüben. Der fehlende Karl-Favoritin, der Weg direkt in den Kanal führt. Zulamin, du siehst wohl, wie zwei Morphus jetzt gerade an der Zuschauertribüne nach oben geschmiert sind und jetzt wohl mit ihren Stacheln auch Zuschauer angreifen. Was passiert hier? Hier ist einfach... Ihr sind alle verrückt geworden. Ich schaue Isabel. Was ist denn? Etwas hilfesuchend an. Oh, da drüben auf der Tribüne, die haben irgendwie so eine kopfgroße Hefeschnecke oder so. Die Morphus sind unseren Zuschauern. Die. Was? Da unten. Was sind denn das hier für schlechte alles muss man selber machen. Wenn der Fahrer des Streitwagens mit dem Kennzeichen TSF 4 EVR bitte nach draußen kommen würde, sie versperren den Notausgang. Das Wasser wird wieder abgepumpt und nur noch Rafim steht mit den drei mittlerweile ja nach Luft schnappenden Haien in der Arena. Der Sand unter dir ist ein bisschen blutig, aber vor allem ist er sehr, sehr nass. Bleibst du zurück als Sieger, wo auch immer die Torwartin hin ist. Da ist wohl jemand tief gesunken, aber unser Sieger heißt Kasim! Ja, ich würde mal zwei Haie zusammenschlagen. Ja. Ja. Oh, der Mendena Haiklatscher, ein Lokalfavorit. Ah, wer kennt ihn nicht, wer liebt ihn nicht? Das ist, wie er sich ganz, ganz Stückchen für Stückchen ins Herz der Bevölkerung prügelt. Und da quetscht er das Auge aus dem Hai. Das ist schön. Das ist Technik, meine Damen und Herren. Und damit übergeben wir in die Pause. Ja, wieder mal die Pausenspiele beginnen. Und ihr könnt euch wieder sammeln. Ich möchte mich erstmal um die Morphus kümmern, wenn das nicht schon irgendwie die Besatzung von dieser bescheuerten Arena getan hat. Ja, die sind ein bisschen überfordert, aber können dann mit langen Stielen die wieder zurückdrängen und dann in irgendeins der ekelhaften Rohre schieben, sodass da dann wohl auch keine Helden mehr gefragt sind. Gut, dann schrei ich die einfach nur ein bisschen an. So, Abelmir, jetzt zaubern. Seid ihr verletzt? Nein, aber ich stinke ganz bitterlich. Du bist der Magier, der was dagegen tun wird. Ja, richtig. Ein betörender Geruch, den ihr entdeckt habt an euch. Nun wollen wir einmal schauen. Ja, so kann ich ins Finale gehen. Riecht ja wie der da und ich würde mir aufgreifen wollen. Hey! Ja, letzten Monat ist gewartet. Was willst du eigentlich von mir? Das ist richtig, Mann. Von der Tribüne hat sich hier mittlerweile der korpulente Siebenstädte runtergeschoben und sich dann durch die Gänge auch in eure Richtung. Während ihr da wohl wieder zusammensteht, könnt ihr sehen, wie er dann mit seiner Stadtwache 10 Stück neben ihm auf euch zukommt. Ah, Oberst, wie schön, euch hier zu sehen. Also, den suchen wir ja. Tatsächlich, das ist sehr bedauerlich. Ich habe ihn unter dem ganzen Glitzer wohl als erstes nicht erkannt, aber... Ich bin ja gerade nicht im Dienst, wisst ihr? Nun, dann wäre es doch zu schade, wenn wir die Pflicht in den Weg einer guten Unterhaltung kommen lassen würden, oder? Ja, richtig, richtig. Macht euch keine Sorgen. Wir werden natürlich nach der Vorstellung mit, sagen wir, den richtigen Papieren, ich reibe irgendwie so zwei, hier den Zeigen und den Mittelfinger und den Daumen aneinander, hier, Money, in den richtigen Papieren bei euch auftauchen. Ja, damit alles in Ordnung hat. Eigentlich jetzt, ne? Sonst müssen wir den Kampf ja abbrechen. Keine Sorge, keine Sorge. Wir arbeiten an allem.
Ich habe den als erstes nicht gesehen, weil auf den Steckbriefen hieß es, dass er einen Bär bei sich hat. Wenn ihr euch doch erstmal setzen und eine Kleinigkeit essen möchtet, ich muss auch in den Geschäften nachgehen. Wir haben gehört, dass ihr Diamanten unter das Volk bringt. Wo kommen die her? Aus dem allerschönsten Norden natürlich, aus den fernen Wahlbergen. Und ihr verschenkt die an Travia-Tempel? Was? Wer verschenkt denn irgendwas? Ich muss euch doch sehr bitten, Diamanten zu verschenken, wäre sehr unüblich für mich. Euer Gladiator. Er kann mit seinem Geld auch machen, was er will. Ich muss tatsächlich sagen, was der Mann mit seiner Bezahlung tut, und lasst mich euch sagen, es ist nicht das Sinnloseste, was er allein diesen Monat mit seiner Bezahlung getan hat. Es ist mir reichlich gleich. Jetzt wirkt er interessiert. Was tut er denn sonst mit seiner Bezahlung? Naja, saufen, Huren, er hat ein rote und weiße Kamele-Set gekauft. Hier in der Stadt. Das meint ihr mit sinnlos, ja? Der Mann kann nicht mal lesen. Naja, er investiert es auch in... ich kann fast lesen. Ich ziehe irgendwie ein zusammengefaltetes, so A0 großes Pergament aus meiner Beuteltasche oder so, das ich noch dabei habe. Seht ihr, das ist die Anleitung. Und der lässt sich auch immerzu von irgendwelchen windigen Halunken bequatschen, in irgendetwas zu investieren. Das wird wohl im Travier-Tempel genauso gewesen sein. Also. Das lohnt sich. Also Ruhe jetzt. Ich kann den Spaß hier und jetzt beenden. Für den Blödsinn, den ihr tut. Gemach. Ihr erinnert euch an unsere, sagen wir, kleine Unterredung gestern. Es wird alles in seine Wege geleitet. Mittlerweile habt ihr ja genug Spektakel geboten. Die Wettereinsätze sind dementsprechend zumindest gut. Aber ob das reicht? Habt ein wenig Vertrauen, Oberst. Dann tippt der Rafim auf die Brust. Du wirst verlieren. Damit dreht er sich um und lässt euch wieder alleine. Ja, ich werde mich noch schnurstracks zu dem Räumen aufmachen. So, jetzt seid ihr wieder sauber. Danke. Unser Sauberzauberer. Nun ja, jeder wie kann. Und sein Geruch war wirklich atemberaubend. Nun, wie ist unser weiterer Plan? Soll ich euch das erklären? Ja gut, wo Jadan jetzt nicht da ist, Rafim geht da raus und hat Spaß und dann improvisieren wir. Also eigentlich wie immer. Ja, das klingt tatsächlich nach unserem allgemeinen Plan. Nun dann. Ja, ich stehe dann auch irgendwann bei ihm, neben ihm, hinter ihm, ist mir egal. Hey, Gräum. Würdest du gern ganz unanständig viel Geld verdienen? Na, erzähl, was willst du denn von mir? Einen kleinen Handel. Siehst du, wir sprachen doch über die Wettschulden des guten Obersts. Und dass er sie vermutlich nicht bedienen kann. 2400 Dukaten? Wohl nicht. So richtig. Nun, wir wissen beide, dass diese 2400 Dukaten keine 2400 Dukaten wert sind. Aber ich könnte dir ein kleines, sagen wir, Bettgeheimnis erzählen. Und du gibst mir einen angemessenen Rabatt auf seine Schulden, die ich dir großzügigerweise abkaufen und selbst eintreiben würde. In Schuldschein? In Schuldschein. Also 2,4 brauche ich da von dir. Aber wenn du sagst, und wenn es so kommen wird, könnte ich dir 200 Dukaten überlassen. Frage ist eben oft, was meint er? Naja, also du kannst den Schuldschein für 2200 Dukaten kaufen. Nun, ich dachte eher an, sagen wir 1400. Und das ist noch ein guter Preis, das wissen wir beide. Naja, du kannst auch mit deinem eigenen Geld selbst von diesem Zeugs profitieren, was du sagst. Selbstverständlich, aber siehst du, es ist für mich sehr viel mehr wert, die Schuldscheine des Oberst zu haben, als, naja, einfach mehr Geld daran zu verdienen. Ich könnte dich auch jetzt und hier bei Jasmina von Dabonia melden, weil du die Spiele manipulierst. Aber wer sagt denn, dass ich die Spiele manipuliere? Nein, das würde ich doch nie tun. Ich könnte einen geheimen Tipp abgeben. Und naja, wenn das halt wirklich so kommt, wie du sagst. Aber dann, Meister Gräum, verdient niemand. Naja, dann wanderst du ins Kittchen und ich guck mich um, was du so hast. Und ich versichere dir, dass an meinem Tipp sehr viel mehr zu holen ist. Ich überlasse dir 200 Dukaten.
1800. Kann ich überreden, falschen? Oh, gegen den Grollen? Immer. Schlechter als das kann es sowieso nicht werden. Also, you know. Gegen den Grollen mal dann. Hau rein. 10. Ja, er würfelt auf, was ist das? Überreden? Mut in CH. Ja, er ist halt. Er würfelt auf 17, 17, 17. Und er hat mehr Punkte als du. Das heißt, das Angebot ist jetzt für dich bindend. Also, du gibst mir jetzt den Tipp, ich überlasse 200 Dukaten und danach sind wir im Geschäft. Na gut, na gut. So, ich zähle das Geld für ihn ab. Weil ich im Norden weiß man wirklich nicht, wie man verhandelt. Ich versichere dir, der potenzielle Gewinn ist für uns sehr viel größer. Jedenfalls. Wisst ihr was, ihr Paktierer? Ihr lasst euch einfach von euren Gefühlen lenken. Das ist ganz schön dämlich. Ohne Gefühle wäre das einfach besser. Aber Herr Grolm, ich versichere euch, der wahre Gewinn ist nicht immer das Gold, das man sofort anstreicht. Manche Geschäfte muss man nun mal auf lange Frist. Was meinst du, was ich mit dem Einfluss von dem Oberst schon alles gemacht habe? Zwinkert ihr dazu. Gut, jedenfalls siehst du, einer deiner Buchmacherkollegen hat sich doch in den Kopf gesetzt, einen kleinen, sagen wir, Deal mit mir zu machen. Und er möchte ganz gerne, dass wir dafür sorgen, dass der gute Massacario heute seinen Kampf verliert. Wenn, nun, unser Handel ist ja schon zustande. Und wenn der gute Massacario auf einmal gewinnen würde, weil mein Kämpfer seinen Kampf wirft, dann hätte man doch ziemlich doof dastehen. Und jemand, der seine Wettschulden antreiben würde, könnte ein gutes Maß an Gewinn machen. Ja, okay. Dann weiß ich, was ihr vorhabt. Richtig. Massacario wird gewinnen. Passt auf. Interessant. Wir werden schon dafür sorgen. Ist euer Gladiator kein Korgeweihter? Ist er. Gibt es da nicht Prinzipien? Sagen wir, er hängt dem Pfad des guten Goldes mehr an. Das ist aber wahrlich kein gutes Gold. Für ihn schon. Ist mir egal, seine Seele. Ich meine, wenn ihr wollt, bringe ich ihn hier hin und ihr könnt ihn fragen, was er von diesen, ich mache so Anführungszeichen in der Luft, Kämpfen hält. Aber hey, ist mir alles das würde egal. Für keinen von uns beiden gesund ausgehen. Ist nicht der Erste, der seine Seele hier in Medina verloren hat. Aber damit habe ich nichts zu tun. Gut. Wir sehen uns nach dem Kampf. Aber auf jeden Fall doch. Ich habe jetzt die Scheine, ja? Was hast du für Scheine? Seine Scheine, ich habe sie gerade abgekauft. Für 2000 Dukaten? 2200. Wo hast du das ganze Geld her? Diamanten. Ja, wir haben gerade gesagt, dass ich zwei sehr gute Wetteinsätze gemacht habe, schon vergessen. Okay. Ich nehme an, das ist in demselben Größenbereich. Ich weiß nicht, was eine Kiste Diamanten wert ist, aber wenn sie... Dann ist halt auch Schluss. Ja, ich meinetwegen können wir jetzt irgendwie bis auf Kleinigkeiten leer sein. Ja. Der Grund nicht weiß, ist, dass wir ihn jetzt ganz knallhart über die Ohren hauen! Du meinst, über den Tisch ziehen. Ja, wir wollen ja dann in der Pause noch irgendwas tun. Also ich würde gern mit Sherizef zu unseren anderen Kämpfern und Kommentatoren gehen, um zu gucken, ob die noch irgendwas brauchen. Oh, und wie haben euch die Kämpfe bisher gefallen? Ja, sehr interessant. Vor allem, als dieser Groll mit der Armbrust den Haitang zerschossen hat. Was? Das war ein Groll? Natürlich war das ein Groll. Das kann man sich ja denken. Ja, ich habe noch versucht, ihn aufzuhalten, aber da hatte sich der Schuss schon gelöst. Sehr gut, sehr gut. Also, ja. Letztlich hat Rafim das Ganze. Entschuldigung. Das Ganze ja. Doch noch. Wunderbar über die Bühne gebracht. Bravourös. Was gewinnt man nicht denn eigentlich? Was wir gewinnen? Wir sind allein, ja? Ja. Wir gewinnen, Kasim, ist Einfluss über den Oberst der Stadtgarde. Ja. Oh, und draußen gibt es zwei Schafe. Für den Sieger. Oh. Also, die darf man auch mitnehmen. Ja. Jedenfalls eine winzig kleine Änderung am Plan. Zieh den Kampf schon gut raus, aber du solltest am Ende gewinnen. Wir werden dafür sorgen.
Oh, es wird kein Problem sein, von denen war ziemliche Flaschen. Hervorragend. Nur, wie gesagt, mach es spannend. Und dann renne ich nochmal weg, denn ich muss mit meinem anderen Buchmacherfreund sprechen. Ja, ich würde mir auch noch nach den Quoten erkundigen. Wie stehen die Quoten jetzt? 3-1 für Rafim. Also die Nerd ist davon überzeugt, dass Rafim gewinnen wird. Ja, weil ich weiß ja, dass Rafim gewinnen will und wahrscheinlich wird, würde ich erstmal nicht setzen, sondern das Geld wirst du behalten. Also diesen Wettschein, wie auch immer. Ist ja wahrscheinlich nicht Geld, sondern irgendwie so ein Papier. Gegenwert, ja, genau. Ja, ich spreche mich nochmal kurz mit unserem Buchmacher ab, wie so die Wetten gegen Rafim im Moment aussehen, von wem wie viel gekommen ist in etwa. Ja. Hat er auch sicherlich, für ihn hängt ja persönlich was dran, von daher wird er vermutlich auch seine Kollegen ein bisschen ausgequetscht haben, was das angeht. Deswegen halte ich ihn für die beste zentrale Informationsquelle. Ja, also es wird gerade moderat viel gesetzt. Also du würdest so sagen, es sind aktuell so 10.000 Dukaten irgendwo hier mit bei diesen Buchmachern. Davon geht natürlich wieder 10% auf die Buchmacher ab und der Rest wird dann irgendwie verteilt zwischen den Gewinnern. Also ich wissen will, also ob der Gräuel Mann gebissen hat. Bisher nicht, nein. Okay. Also er schaut sich das an. Schaut sich das an, aber eigene Wetten kamen von ihm nicht. Gut, er soll mich sofort informieren, sobald in die eine oder andere Richtung was passiert. Mhm. Gut. Jemand anders kommentieren? Nein? Okay, los geht's. Ja, ihr könnt erkennen, wie jetzt ein Alanfane El Massacario nach draußen kommt, und zwar genauso angekündigt wie von Uktan. Er hat die Augen verbunden und kommt mit 2 Schwertern in die Arena gestarkst. Hat wohl auch die eine oder andere Schnittwunde. Ihr wisst nicht genau, wo das herkommt, aber er sieht willig aus, diesen Kampf blind zu führen. Auch wenn er Augen hat, aber er möchte das Ganze blind machen, um den Ruhm zu mehren. Entweder er ist sehr gut oder er ist ziemlich dumm. Nun, ich würde auf jeden Fall werden wir lernen. Na dann, auf geht's. Ja, ich würde mal die Arena laufen und mal schauen, was tut er denn? Ja, er hört vor allem und würde sich dann erstmal danach orientieren, wo du dich hinstellst. Und dann auch langsam damit anfangen, dich zu umkreisen, während die Arena dann freigegeben wird. Und die Kommentatoren anfangen, das in ihrer sehr eigenen Art dann zu kommentieren, zu moderieren. Ein feuriger Auftakt, den wir hier sehen. 2 flammende Schwerter. Und hier ist er. Unser aller neuer Liebling. Hier ist Kasim. Wird er sich zum neuen Stern am Arena-Himmel aufschwingen oder verglühen wie alle anderen vor ihm? Finden wir es heraus. Hat er dir Rafim eigentlich gesagt, dass er verlieren soll? Na, er hat gesagt, dass er gewinnen soll. Wenn er verlieren soll, werde ich in die Arena springen und ihn einen Klappstuhl über den Rücken ziehen. Das klären wir dann spontan. Rafim ist, dass ich gewinnen soll. Richtig, Rafims Info ist gewinne. Okay. Und wenn er verlieren soll, dann werden wir da schon für sorgen. Ja. Ich würde erst langsam auch umschleichen. Deswegen möchte ich die Reise bewegen. Kannst du das nochmal sagen, bitte? Ich möchte schleichen. Du möchtest schleichen? Um ihn herum. Dann würfel mal bitte eine Schleichenprobe. Er würfelt eine Sinnenschärfe dagegen. Er ist blind, aber er versucht natürlich trotzdem. Ja, er orientiert sich und während du um ihn herumschleichst, merkst du, dass er dir folgen kann. Er folgt dir. Er scheint in diesem Falle wäre wohl eher der Blinde unter den Zweiöhrigen der König. Oh, das scheint mir so zu sein, aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir werden sehen. Ja, ich möchte mich mal in der Arena umschauen. Was liegt denn hier jetzt alles auf dem... Allerlei Trümmer, also du kannst davon ausgehen, wenn es irgendwann mal im Wasser lag, dann wird es auch hier zu finden sein. Suchst du was Bestimmtes? Oh, Wunder. Ja, eine Schildkröte. Ein Schildpanzer. Ein Schildkrötenpanzer. Du guckst dich kurz um, er ist weit entfernt am anderen Ende der Arena, aber du findest einen. Ja, ich mache einen Schildpanzer. Ich verstehe kein Wort.
Du rennst um ihn herum und suchst den Panzer? Ja. Ja. Meine Damen, meine Herren, ist das denn die Möglichkeit? Nein, doch! Oh, ja, direkt auf den Panzer zu. Ich glaube, kann das denn wirklich die Möglichkeit sein, Goldhand? Es scheint auf jeden Fall so auszusehen. Aber, Chi, kannst du dir einen Rand darauf machen, was er vorhat? Ah, das werden wir gleich sehen. Ich hab da so eine Vermutung. Man, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das wird ein ganz großes Kino. Wirklich sehenswert. Ich weiß ja nicht, das letzte Mal, als jemand einen Puliner Panzerschlitten in dieser Arena versucht hat, ist mindestens 10 Jahre her. Oh, und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Der arme Mann ist noch heute nicht in der Lage, selbst zu essen. Aber Kasim könnte es schaffen. Das Publikum ist gerade mäßig begeistert. Sie schauen ein bisschen desinteressiert zu, weil Rafim bzw. Kasim ohne Handicap kämpft und dementsprechend nicht geblind ist, sich keine Beine oder Arme auf den Rücken gebunden hat. Und also sie schauen erstmal zu, wie er da den Schildkrötenpanzer nimmt und ja. Wie weit ist eigentlich dieser gegnerische Kämpfer von uns entfernt, beziehungsweise von mir entfernt? Du etwa? Würdest sagen, irgendwo in der Mitte der Arena vielleicht 40 Schritt. 40 Schritt, okay. Willst du ihn blitzen oder was? Viel Lust, ja. Ja, was möchtest du tun, Nabelmir? Ja, ich überlege gerade, ihn mit einem Aus nachzubelegen, dass er so ein Geräusch um ihn herum entstehen. Da ich vermute, dass er mit seinem Gehör arbeitet und weniger mit seinen Augen. Du weißt, dass wir wollen, dass der Kampf ausgeglichener wird und nicht einseitiger, ja? Naja. Ja, würfel gerne, wenn du meinst. Rafim hat derweil den Schildkrötenpanzer gegriffen. Wir wollen doch, dass Rafim gewinnt, richtig? Nein, wir wollen, dass die Sache so weit herausgezogen ist, bis der Gräum sich entschieden hat. Und dann wollen wir das machen, was der Gräum nicht will. Gut, dann würde ich erstmal abwarten. Das ist ein guter Einwand. Ja, der blinde Kämpfer hat sich nach dir orientiert und wird halt dir entgegen starren. Sich weiter im Kreis um dich herum bewegen, während du den Schildkrötenpanzer aufgenommen hast. Nun, jetzt geht es Auge um Auge. Ah, eher Panzer um Panzer. Naja, vielleicht ist das auch das Handicap, das ich Kasim aufbürden möchte. Ha, in so einen Panzer gequetscht. Wäre das nicht sehenswert? Oh, wir werden sehen. Passt er da überhaupt rein? Nun, augenscheinlich ja. Vielleicht. Ich möchte jetzt gerne auf einen der Säulen klettern, möglichst alle, die nah dran ist. Ja, kannst du hochklettern. Ist noch ein bisschen rutschig, glitschig, aber kommst nach oben, weil es da diese schönen Griffe an der Seite gibt. Währenddessen kann ein Läufer bei Yalan eintreffen, der ihm so ein bisschen am Arm zupft, während er da das Sprechartefakt aus der Hand legt. Verzeiht, wir haben die Einsätze bekommen. Mhm, lass dir an. Er hat nur wenig gesetzt. 200 Dukaten auf Rafim. Danke sehr. Soll ich euch eine Wette aufnehmen oder so? Nein, das wird schon gut sein. Ja, währenddessen klettert der blinde El Masacario Rafim hinterher auf einer anderen Säule, die aus dem Boden ragt, sodass ihr ungefähr 3 Meter voneinander entfernt seid und dann jeweils einer auf der Säule steht. Ja, ich möchte den Panzer ihm vorbeiwerfen und mit ihm an und währenddessen mit einem Sprungtritt ihm meine Säbel an der Hand treten. Dann würfel mal eine Fliegenprobe. Ich möchte währenddessen mal Abelmir mit der Schulter anstupsen, mit dem Ellenbogen. Abelmir. Ja? Kannst du es ihm ein bisschen schwerer machen? Nee, unserer Mann, meine ich. Rafim? Mhm. Ja, warum sollte ich das tun? El Masacario schleudert den Schildkrötenpanzer zur Seite, kann den so ein bisschen abblocken und taucht dann unter deinem Flugangriff drunter durch. Also rollt sich ab und steht dann auch wieder unten im Sand. Aber ja, steht beide neben den Säulen. Das ist grazil. Das ist einzigartige Kampfkunst. Vertrau mir, tu es einfach. Na gut. Ja, ich wirke dann ein Auris und ich würde ein bewegliches Bild erschaffen. Du sagtest, er ist 40 Schritt entfernt. Ungefähr. Dann würde ich in eine entfernte Phantasmagorie wirken, also eine +5. Die Reichweite beträgt dann Zephyr mal 30 Schritt, also müsste es locker reichen.
Und einen zweiten El Massacario, oder einen dritten, vielleicht noch zwei oder drei weitere, sagen wir zwei. Zwei weitere Massacarios erschaffen, die auch nicht stillstehen. Kannst du ihm nicht gleich einen Duplikatus geben? Das ist soweit. Ja, okay. Ja, plus 5, wie gesagt. Du brauchst ja nur die Bildvariante, das würde Massacario auch nicht verwirren, weil der sieht das ja nicht. Ja, es ist gelungen und wieder, es entsteht zwei weitere. Oh, kann das die Möglichkeit sein? Es scheint so, als hätte unser Lokalmatador Verstärkung bekommen von sich selbst und sich selbst. Das ist die dreifache, die einzigartige. Oh, das ist die Technik, für die dieser Mann berühmt ist. Derweil fängt Massacario an zu tanzen, tanzt um dich herum und sticht dann mit gezielten Stichen auf dich ein. Hier und da und hier und da und piekt. Wie so eine Biene piekt dann nach dir. Ja, ich möchte erstmal versuchen, diese Illusion abzuwerfen. Ja, Sinneschärfeprobe. Dieser Schwert am Zetterfall immer plus 7 Punkte, also die Realität sieht wahrscheinlich. Ja, 5 sind 6 sind 3, plus 7 sind 10. Du hast keine Ahnung, schwarze Magie. Ja gut, aber er ist der Einzige, der sich bewegt, richtig? Das ist richtig. Dann, Alltags. Ja, ich versuche ihm eins der Schwerter aus der Hand zu halten. Kannst du es da unten dunkel also, machen? Ich will eins seiner Schwerter im Grunde. Kannst versuchen. Ja, im Prinzip. Aber nur eins. Mal kurz den Reichweite der Dunkelheit raussuchen. Kannst ja auch in die Arena reinlaufen. Ich glaube, das ist auch hier egal. Also wenn du Dunkelheit-Zauber würfeln willst, kannst du das halt machen. Ja, ich will es aber nicht so offensichtlich machen. Die Reiche ist ZFW halben Schritt Radius. ZFP halbe Schritt. ZFW halbe. Nee, das reicht trotz meiner Dunkelheit von 10 nicht aus. Nee, gut. Nee. Okay. Zeit für eine Nebelwand von Nabelmir oder so. Damit Rafim auch blind wird. Ja, dann würfel mal einen Angriff, Rafim. Was hast du für eine Waffe? Schlagring? Ja, ich habe keine Waffe. Schlagring, okay. Nee, gar nichts. Ja, würfel einfach mal eine Raufenprobe, um das Schwert aus der Hand zu schlagen. Kann das natürlich parieren und das gelingt ihm nicht. Du kannst ihm, er sticht auf dich ein, du nimmst das Schwert einfach entgegen mit deiner brutalen Pranke, packst zu und reißt es ihm weg. Ja, dann würde ich jetzt mal das brennende Schwert ein bisschen schwingen und ihn dann in einer Pose, wie sie nur ein Horasier einnehmen würde, mich ihm gegenüber stellen. Verbrennt. Uiuiuiui. Wir werden gleich noch sehen. Und wer mit dem Feuer spielt, der riskiert viel. Ah, es wird ein heißes Spektakel, das sage ich dir. Es ist doch ein heiß umkämpfter Posten, der das Arena... Siegers. Ja, danke. Ha, dass dir mal die Worte wegbleiben, dass ich das noch erleben darf. Die ersten Menderaner verlassen die Arena. Sie scheinen wohl gerade nicht ganz so zufrieden zu sein. Ja. Ja, ich möchte mit ihm ohne ihn zu treffen. Okay, würfel mal Raufenprobe. Willst du sie erschweren? Schwer sie dir um beliebig viele Punkte. Ja, um 6. Oh, das war jetzt Schlagring, aber ist egal, du werdest den machen. Ja, du versuchst an ihm vorbeizuschlagen, täuscht sowas wie eine Finte an, damit du ihn nicht triffst. Er hört natürlich das Rauschen des Arms und bewegt sich halt trotzdem davon weg. Zumindest versucht er es. Und kann dann eben drunter durchtauchen und versucht weiter mit den Schwertern nach dir zu stechen. Er ist immer noch blind, er ist ein bisschen angeschlagen, ein bisschen verwirrt und ja. So kämpft ihr halt miteinander. Du tauchst drunter durch, versuchst abzuwehren, lockt gegen deinen Eisenarm,
Du hast keine Eisenschienen an, sondern kämpfst da irgendwie nackt mit deiner ja, Glitzerrüstung, die dir Abelmir und Voltak geschminkt haben. Aber ja, so geht der Kampf ein bisschen weiter. Okay, da aus diesem Kampf die Luft raus ist, nehme ich mir jetzt einen Klappstuhl und springe in die Arena. Nein! Ist das die Möglichkeit? Dann renne ich auf Rafim zu. Dann ziehe ich ihm das Ding über den Hinterkopf und dann knurre ich noch zu ihm, bleibe unten. Welch unerwartete Wendung! Überraschung! Überraschung! Das Publikum tobt und jost. Ja, dann während vermutlich die Schiedsrichterin kommt und Rafim anzählt, nehme ich die Hand des Blinden und hebt irgendwie in die Luft und Siegerpose. Und dann klammere ich ihm den Klappstuhl auch ins Gesicht, dass er sich daneben legt. Ja, Rafim, du knurrst auch so ein bisschen, kannst dann aber, wenn du willst, kannst du unten bleiben. Ne, ich die ja dann rein, dass er auf die Schnauze fliegt. Ah, wer hätte sich das erwartet? Jetzt geht Goldhahn selbst vor. Er will wohl seine Wetten nicht gefährden. Da müssen wir einmal schauen, was unser Sponsor dazu sagt. Ah, unser Sponsor ist zufrieden damit. Wir danken Weltweite Weine noch einmal sehr herzlich und wünschen guten Genuss und leckeren Appetit. Mittlerweile springen wohl 5 andere Zuschauer runter von der Tribüne. 3 Leute, die auf Jarlan jetzt einprügeln und einer, der jetzt auch Rafim so ein bisschen versucht am Boden zu ziehen. Einer, der auf El Masacario einstürmt und jeder versucht hier irgendwie seine Wetten zu retten und vor allem auch jetzt Jarlan zu treten. Hier hat jeder die Chance, zum neuen König der Arena zu werden. Bleiben Sie dabei, schauen Sie sich das an. Vielleicht gewinnt heute jemand, der noch nie auf dem Wettschein stand. Oi, 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 oi. Das ist spannend. Das ist Unterhaltung. Das ist Genuss. Voltax, würfel mal Heilkunde Seele oder überzeugen oder sowas. Sag es. Warte, ich muss erstmal würfeln. Eine neue Runde, eine neue Wahnsinnsfahrt. Gewinne, gewinne, gewinne. Spaß, Spaß, Spaß. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Kommen Sie in die Arena und gewinnen Sie jetzt ein Schaf. Ja, mittlerweile, ihr könnt sehen, eben waren es 5, jetzt sind 10 Leute, die runterspringen. Iseron, Zulamin, ihr schaut euch an. Ihr wisst halt, dass das Jarlan ist mit seinem goldenen Arm, aber ist er jetzt wirklich unter die Minderpaktierer gegangen? Voltax, der das mit seiner ja, verstärkten Stimme kommentiert und das Publikum weiter anstachelt. Ihr wisst nicht genau, was der Plan ist, aber das geht gerade sehr drunter und drüber. Jede von uns da unten ist einfach ein richtig entspanntes Free-for-All. Ja, ich würde den Klappstuhl aufheben und mich zu Jarlan durchprügeln wollen. Einfach jeden Zuschauer einmal den Klappstuhl über den Kopf ziehen. Ich möchte El Masacario packen und nach Rafim werfen. Oi. Ich möchte mal gucken, ob es irgendwelche uns bekannten Leute noch in den Zuschauerrängen gibt. Oder auch hier unten, die man dann halt unauffällig anritzt. Die in der Arena sind zum direkten Mordplatz! Also der Oberst Siebenstedt, der da wohl auch mit den anderen geredet hat, der sitzt da, schaut sich das so ein bisschen angewidert an, angeekelt an. Er weiß selber nicht, was er davon halten soll. Er ist verwirrt. Zalzer, der Grolm, ist verwirrt. Alle sind verwirrt. Also nicht alle rennen runter, aber das Publikum tost, also die normalen Menderaner, egal ob jung oder alt, ob Mann oder Frau und ob reich oder arm, die toben, die haben auf alle Fälle unglaublich viel Spaß, sind aber genauso verwirrt. Die hohen Offiziere und Schläger, niemand weiß gerade, was los ist. Nur diejenigen, die gerade selber irgendwie gepackt werden von so einer Blutrausch, laufen dann runter und prügeln sich mit egal wem. Es ist jetzt egal, ob es Masacario, Rafim oder Jarlan ist, aber Hauptsache prügeln teilweise auch untereinander und andere, die ja nicht genau wissen, was sie davon halten sollen. Wenn wir irgendwie eine kritische Masse an Leuten, die sich prügeln, erreicht haben, möchte ich versuchen, mich aus der Sache herauszuziehen, zusammen mit Rafim. Würfel mal Schauspiel. Könnt ihr jetzt alle mal Schauspiel? Ist das ein Handwerk? Ist das ein Gesellschaftstalent? Das ist Gesellschaft, das hat aber keiner. Ich zeige. Ja, ich leite also auf Überzeugen ab. Ja, plus 10. Zählt das als öffentliche Rede? Nein. Och, also, kann ich das auf Überreden ableiten mit Einschüchtern? Achso, ich bin ja gar überreden, also plus 10 ist offiziell okay. Ja, komm, wenn die öffentliche Rede nicht zählt, dann einschüchtern auch nicht. Nee. Ja, ist auch wieder ein Punkt. Das ist allerdings gut gelungen. Ja, fuck it. Schickst du als Punkt, ich würde für die 18 neu. Übrigens, hier 666 gewürfelt, ja. Ich erwarte, dass ein Dämon erscheint.
Ja, Jalan kann sich rausziehen. Rafim kann das auch, ne? Ja, ja. Reicht dann. Ich bleib in der Kommentatorenbox. Ich möchte, kann ich Masakario mitnehmen? Wenn du möchtest, ja. Cool. Nicht, dass er am Ende noch als Gewinner da steht, das würde ja unseren schönen Plan gefährden. Niemand, nicht mal du weißt, was gerade noch Phase ist. Haltlose und ja, bösartige Anschuldigung. So prügeln sich ungefähr 10 Minuten lang, während ihr schon lange raus seid, sitzt dann in irgendwie auf der Bank, wo man sich dann nachher ausruhen kann, sitzt ihr dann gemeinsam dort mit El Masakario. Der hat sich mittlerweile seine Binde abgenommen und guckt euch aus blauen Augen an, weiß selber nicht, was das sollte, zockt mit den Schultern, ey, was soll das? Hä? Ich reiche irgendwie meinen Flachmann hin. Warte nicht, dass er euch absteckt. Ich begreife gar nichts mehr. Also ist in Ordnung. Ja, ich auch nicht. Du bist gar kein Pavianer. Du bist Alanfana, was? Du bist Basaltfaust. Du bist Korgeweiht. Ja, aber das ist jetzt keine neue Information bist, für dich, oder du nicht? Du bist Rafim. Ich erkenne dich unter der Schminke. Ey, ich bin dein größter. Ich habe hier. Warte. Nee, falsche Tasche. Du musst mir meine Sammelkarte unterschreiben. Ich habe dich in der Arena gesehen. Ich bin ein großer Bewunderer deiner Kunst. Ich will auch Basaltfaust werden. Ja, eine gute Idee. Was hältst du davon? Er umarmt dich. Rafim, es tut mir leid, dass ich nach dir gestochen habe. Och, das passiert schon mal, Das ist ganz in Ordnung. Was hältst du davon? Wir gehen gleich zusammen. Er lässt sich los, guckt Jala an. Das ist Rafim. Das ist gar nicht Kasim. Er kommt nicht aus Pavi. Ich weiß. Große Basaltfaust. Hier, nimm meine Sammelkarte. Du hast die limitierte Auflage. Ich gebe irgendwie die limitierte Sammelkarte und dann lasse ich die beiden alleine. Die ist unterschrieben. Und drück mich zum Oberst durch. Ja, ich möchte ihn da beruhigen. Was hältst du davon? Wir beide gehen jetzt gleich in die Alanfana-Gasse und trinken da ganz entspannt was. Er fängt an zu weinen. Oh. Ja, den Mann beruhigen, dass er aufhört rumzuschreien. Ja, dann begibt sich in Richtung von Gero Siebenstedt immer noch die 10 Wachen um ihn drumherum. Superst, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Auf Ruhe in der Stadt. Männer, nehmt ihn fest. Ich muss doch sehr bitten, es wäre doch sehr schade, wenn morgen jemand käme, um eure Schuldscheine einzutreiben. Männer, nehmt ihn fest. 10 Schwerter werden gezogen und auf dich gehalten. Ich muss doch sehr bitten, Herr Oberst. Ich bin mir sicher, wir können hier zu einem gütlichen Ergebnis kommen. Auf die Knie. Wollen wir es nicht erst einmal setzen und verhandeln? Auf die Knie. Ich spiele mit. Du wirst festgenommen und abgeführt. Das können Zulamin und Iserun natürlich mitbekommen. Abelmir hat noch alle Hände voll zu tun, andere Leute abzuwehren. Boltax kommentiert das Ganze noch und kann dann irgendwann sein Lautsprecherartefakt weglegen, sodass ihr euch dann allesamt wieder irgendwo treffen könnt. Nur Jalan fehlt. Kann ich das Lautsprecherartefakt in einem unbeobachteten Moment einfach mitnehmen? Möchtest du es klauen? Oder funktioniert das nur hier? Nee, natürlich, ist es, also es lädt sich wieder auf, wenn du da ASP reinsteckst, aber irgendwann kurz, ja, du kannst es erstmal reinstecken. Würde es erstmal mitnehmen, schadet ja nicht. So, kein Problem, Anklage wegen Diebstahl, aber ja. Du hast es erstmal eingesteckt. Ja. Ja, Iserun und Zulamin kommen auf euch zu. Nun, wie war unser Plan noch gleich einmal? Ich hatte keine Ahnung von Anfang an, was euer Plan war, aber sie haben gerade Goldhand mitgenommen. Oh. Ja, ihr achtet den Plan. Dann war er wohl nicht gut gewesen. Der Siebenstedt hat mit ihm gesprochen. Ich habe keine Ahnung, was genau das Problem ist. Nun, vielleicht sollten wir bei der örtlichen Wache vorsprechen. Vielleicht kann man ihn auslösen. Hoffentlich. Und im Zweifelsfall müssten wir ihn halt befreien. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich ihn aus einer Zelle herausholen muss. Tatsächlich? Wunderbar, eine freiwillige Meldung. Ja. Doch, ich breche auch ganz gerne ein, Abemir. Wir machen das zusammen.
Nun dann, wollen wir erst den friedlichen Weg probieren. Lass uns doch mal hinausgehen und vielleicht können wir noch sehen, wohin sie ihn bringen. Ja, gib mir eine Gassenwissenprobe. Ganz typisch. Von wem? Von egal wem, wenn ihr da jetzt rausrennt und versucht, Jalan wieder aufzutreiben. Aber mir das reicht. Du kannst nicht nur Jalan mit den Schwertern Borberats finden, sondern eben auch die Spur Richtung der des Tores dann zum Esslamsbrücker Tor zurückverfolgen, wo Jalan dann in einen der Türme geschafft wird. Nun, es scheint, dort ist er. Wollen wir vorsprechen oder schlagt ihr andere Mittel und Wege vor? Ja, also, vielleicht sollte nicht unbedingt ich vorsprechen, weil der fette Oberst kennt mich ja schon und hat meine Stimme auch schon beim Kommentieren gehört. Das wäre vielleicht nicht so gut. Stattdessen sollen wir uns alle zu erkennen geben. Ein hervorragender Plan. Nein. Aber, naja, vielleicht Rafim. Ich versuche mal in Erfahrung zu bringen, was sie ihm überhaupt vorwerfen. Ich gehe mal zu so einer Wache hin. Entschuldigung, war das nicht der Kommentator eben beim Spiel? Keine Ahnung, ich war nicht beim Spiel. Doch. Der mit der goldenen Hand? Ja. War bestimmt ein Paktierer. Warum soll der das kommentieren? Ja, aber weil er ein Paktierer ist, deswegen sperrt man ihn doch nicht ein. Nö, deswegen nicht. Müsste ich mal fragen, keine Ahnung. Obmann Alrik müsste ich mal ansprechen. Der weiß das bestimmt. Oder der Oberst, der hat ihn ja mitgebracht. War hochrot. Und wenn der arbeitet, so fett wie der ist, dann muss er schon wichtig sein. Ja, also das würde mich jetzt doch interessieren. Er war so amüsant. Ja, kann ich wie gesagt nicht so sagen. Anklage kommt dann irgendwann. Aber ohne, er hält die Hand auf, läuft da sowieso nichts. Währenddessen wird Jalan durchsucht. Wo sind wir jetzt? Oben im Turm. Um dich herum Wachleute, 4 Stück, die dich untersuchen, Beine breit, Arme auf den Rücken gebunden und selbstverständlich wird auch der Schuldschein an deiner Stelle gefunden. Du siehst, wie sich Gero Siebenstedt den Schuldschein ansieht, ihn zunickt, ein fieses, hinterhältiges Grinsen, er zerreißt ihn in kleine Stelle, in kleine Fetzen, die er sich anschließend in den Mund steckt und sie runterschluckt. Ihr wisst, dass das der Durchschlag war, ja? Anklage wegen Verrat, Verschwörung gegen die Stadt, Aufruhr in Kriegszeiten. Oh, ihr kommt hier nicht wieder raus. Und den Durchschlag, das Original, das werde ich auch schon aus euch rauskriegen. Warte kurz, ich muss das würfeln. Glück gehabt. Nun, selbstverständlich. Es sei denn natürlich, morgen packen euch die Eintreiber. Das wäre gar nicht gut, nicht wahr? Er sieht ein bisschen verunsichert aus. Ich meine, versteht mich nicht falsch. Wir sind beide sicherlich tüchtige Geschäftsleute und ich bin bereit, eine gütliche Einigung hier zu erzeugen. Glaubt mir, ich mache euch ein sehr wohlfeiles und sehr einfach zu erfüllendes Angebot für die Scheine. Ich möchte ihn einschüchtern. Ja, würfel gerne mal. Er würfelt eine Selbstbeherrschungsprobe. Menschenkenntnis, irgendwie sowas. Menschenkenntnis. Ja, mit der 20 glaube ich nicht. Er sieht sehr verunsichert aus. Und was wollt ihr tun? Nun, wie gesagt, das Einzige, was ich von euch benötige, ist, dass ihr mich und meine Kameraden unsere Geschäfte in Ruhe durchziehen lasst und ihr könnt schon heute Abend eure Scheine in den Händen halten. Und wem willst du sowas sagen? Bitte wie? Wem du etwas sagen willst, deinen Eintreibern. Ihr glaubt tatsächlich, dass ihr nicht schon längst wissen, wo ich bin und was ihr getan habt?
Jagmonika. Er blickt zu einer der Wachen. Du siehst, dass das wohl eine Frau ist und dass sie nicht so gekleidet ist in Eisenrüstung wie die anderen, sondern eher eine Magierrobe trägt. Silenzium. Und danach eigene Ängste. Doch, ich habe keine Angst. Gerne keine Furcht. Ende.